Sofort! Ja, ich gehe jetzt einfach hier raus. Allerdings geht das so gut eigentlich nicht. Gehen wir ganz locker easy runter. Boah, Jungs, ey. Ich gehe einfach, ich brauche mich hier sicherlich nicht, oder? Zwei der Gemälde fehlen! Passt auf, hier ist ein Dieb! Jetzt versuchen wir einfach. Okay. Wenn die wieder ihre Runde drehen, dann. Den kenne ich doch. Ich nehme schon mal die Rauchbombe in die Hand. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll in Sachen einfach hier aufklettern oder was. Sehr gut. Damit hätten wir alle Gemälde und jetzt müssen wir die nur noch zusammensetzen bzw. die geheimen Botschaften davon finden. Das heißt, wir gehen zurück in Leonardos Werkstatt und gehen nochmal kurz vielleicht zum Bankautomaten, heben noch ein bisschen was ab. Hier ist ja gerade eine Bank um die Ecke. Da kann auch wieder was eingezahlt werden. Alles klar, dann sind wir auch schon fast oder kurz, eher gesagt kurz vor dem Ende von dem DLC, denn wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Gemälde untersuchen und so weiter und das Rätsel lösen, dann
gehen wir in die Katakombe und retten Leonardo sozusagen. Also eigentlich ist da kein nichts Großes mehr. Also ich glaube, den schwierigsten Teil haben wir davon. Beziehungsweise ich hatte auch lange gebraucht, einmal hier die Gemälde sich zu krallen. Habe ich lang gebraucht und ich habe lang gebraucht dafür. Dieses Rätsel zu lösen. Dafür habe ich lange gebraucht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt schneller hin. So schwer, glaube ich, wird das hier nicht. Wenn man es einmal gehabt hat, glaube ich, ist es eigentlich ganz einfach. Wir werden sehen. Nein, ich habe ihn gerade erst wieder gewonnen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kind. Meldet alle Kapitel. Alles klar, dann gehen wir rein. Habt ihr etwas gefunden? Das nicht. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai. Hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Da Vinci's Geheimcode. Leonardos versteckte Zeichnungen zusammensetzen, um den Eingang zu den Katakomben mit dem Tempel der Pythagorea zu finden. Der Eingang zu den Katakomben in weniger als 5 Minuten finden. Ah, das kann auch nicht gut gehen. Da war es schon. Das sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Hier ist noch eine. Ah, da ist es. Dieses so. Wurde vollständig abgesucht. Nächstes. Hier ist eine Zeichnung. In diesem waren auch zwei versteckt. Sehr gut. Da ist eine Zeichnung. So, da ist das zweite. Alle gefunden. Ich habe eine. Perfekt. Ich habe zwei gefunden. Und die letzte. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder.
Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein. So, jetzt muss man die erstmal richtig anordnen. Das ist erstmal eine... Ja, tun wir das erstmal dahin. So, da hätten wir unten die Ecke schon mal. Nee. Perfekt. Perfekt. So, perfekt. Und jetzt noch das. Ja, ich werde es wohl nicht schaffen. Okay. Okay. Okay.
Also wir wissen, dass es so ist, ungefähr. Also es gehört auf jeden Fall so zusammen. Werden es noch mal kurz zurücksetzen. Genau, so hätten wir das schon mal. Kommt das mit den vier Teilen? Mittelteil mit den vier. Nee, das nicht. Das genau. Ah, jetzt. Okay.
Nein. Okay, das kommt erstmal weg. So. Genau so kommt das dahin. Okay. Gut, 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 gut. Okay. Okay, gut. Perfekt, so und jetzt das letzte Teil. Ist da ein? Nein. Perfekt, ja, haben wir es geschafft. Hier, der Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund, ich komme. Keine volle Synchronisation. Aber naja.